Du bist zu perfekt, du bist zu langsam. Du bist zu langsam, wenn du dir 100% sicher sein willst, bevor du Schritte wagst, bevor du rausgehst, bevor du sichtbar wirst. Ich habe jetzt gerade eine längere E-Mail zu diesem Thema verfasst und ja, manchmal ist es regelrecht so, dass Leute sich ausbremsen, sich selbst ausbremsen und viel zu lange und immer wieder Energie aufwenden für das Gleiche. Und das Gefühl hat man schnell mal, dass man immer dran ist, dass man immer arbeitet, dass man eigentlich mehr Zeit bräuchte. Aber die Realität ist eher so, dass man halt immer wieder diese Aktivierungsenergie aufbringt, um die gleiche Diskussion wieder zu starten und ja, eigentlich nur sich selbst beschäftigt. Ich bin jetzt in einem anderen Setting. Es ist jetzt ein experimentelles Format auf diesem Kanal. Ich bin hier in den Bergen, Schweizer Bergen, habe kein Mikrofon dabei, habe da ein bisschen Kissen rund um mich, dass der Hall hier ein bisschen gedämpft wird, aber ich habe da ein 10-jähriger Aaron Single Malt Scotch Whisky immerhin da mal hochgeschleppt und das könnte jetzt zu diesem Format dazu gehören. Also das Thema: Bist du zu perfekt? Bist du zu perfekt? Bist du zu langsam? Und eigentlich will ich es umformulieren und für dich den Gedanken mitgeben. Hab Mut zur Version 0,3. Was ist die neue Version 0,3? Ja, das ist halt nicht schon die Version 0,4. Es ist noch nicht die Version 0,5, 0,6. Es ist noch nicht die Version 1. Und in der Softwareentwicklung gibt es einen Begriff Minimal Viable Product. Das gibt es auch in anderen Themen. Also ein Grundprodukt, das noch nicht perfekt ist, das erstmal ja funktioniert, aber nicht viel mehr als das, nicht viel mehr als funktioniert. Und damit macht man die ersten Erfahrungen, erhält schnell erste Feedbacks, schnell Verbesserungsideen, andere Ideen oder merkt vielleicht schnell, dass man wirklich in die falsche Richtung steuert und kann, bevor man zu viel Energie investiert hat, dann schon Korrekturen machen. Das ist so ein agiler Ansatz, ein Lean-Ansatz, flink sein, schlau sein, würde ich das nennen. Und das heißt für dich jetzt vielleicht als Kleinunternehmer, vielleicht aber auch schon ein bisschen größer, vor allem, wenn dein Unternehmen schon ein bisschen größer ist, wenn da mehr als eine Person im Spiel ist, wird alles langsam oder mindestens langsamer. Als Solopreneur, als Einzelunternehmerin, Einzelunternehmer, da bist du richtig flink, aber da spreche ich dir genau auch da rein, hab genau da doppelten Mut zur Version 0,3. Im Wissen, dass du viel schneller sein kannst als ein Team in einem großen Unternehmen. Das Ganze herumdiskutieren und nachher in der nächsten Sitzung das Gleiche wieder diskutieren, fällt alles weg bei dir. Das heißt, deine große Chance als kleines Unternehmen, als Einzelkämpfer, Einzelkämpferin, ist es, flink zu sein, möglichst viele Fehler möglichst schnell zu machen, möglichst viele unperfekte Dinge da rauszustellen. Unperfekte Dinge wie wahrscheinlich die Tonqualität in diesem Video, das Licht natürlich auch und alles. Die Kamera ist auch nur das aus meinem Mac. Das ist nicht das, was in meinen anderen Videos im Einsatz ist, aber wir können als kleine Unternehmen eben flink sein, sichtbar sein, auch in einem unperfekten Video Persönlichkeit rüberbringen. Und cheers, ja,
auch den Whisky-Geschmack. Und sobald, das habe ich auch erlebt, zwei Personen in einem Unternehmen sind, wird es schon viel, viel deftiger. Werden Dinge langsamer. Und natürlich hat man mehr Arbeitskraft, wenn man sich dann geeinigt hat auf einen Weg, dann kann man natürlich mehr umsetzen zu zweit. Aber das ist nicht einfach doppelter Output, sondern ja, da kommen halt auch die Feedback Loops in diesem Zweiergespann, die absolut gut sind. Etwas vom Besten ist so ein Zweierteam, dass man Feedback erhält, dass man hinterfragt wird und hinterfragen kann. Das gehört dazu. Aber man muss sich da bewusst sein, das bremst auch aus. Und würde ich wieder in ein Zweierteam reingehen, wie in meinen Zeiten mit Convertible, Cruz und Chris, dann würde ich, und ich glaube, Chris würde dem zustimmen, würde ich darauf achten, dass wir wirklich stärker definierte Einsatzgebiete, Verantwortungsgebiete haben, und vieles in Einzelschienen laufen lassen und doch von diesem Feedback dann profitieren, aber nicht auf die bremsende Art. Okay. Wenn es dann größer wird als zwei Personen, dann wird es richtig träge. Natürlich auch wieder, man hat mehr Schubkraft, wenn man sich geeinigt hat, aber es geht viel länger, bis man sich geeinigt hat. Es kommen andere Mechanismen dazu, wie Führungsfragen und Vision, auch Dinge, auf die man warten muss aus anderen Abteilungen. Und das ist eine neue Herausforderung in sich, da wirklich etwas auf die Reihe zu bringen. Und das ist wieder ermutigend für die Kleinen. Ich bin großer Fan davon, dass man als Kleinunternehmer, Kleinunternehmerin drauf losgeht, in die Wand rennt und dann wieder in die Wand rennt, aber ein bisschen anders. Und ja, jedes Mal ein bisschen dazu lernt, aber nicht wartet und in diesem Mindset bleibt. Hey, ich müsste da noch ja, dieses bessere Mikrofon kaufen. Ich müsste da auch noch das bessere Lighting kaufen. Ich habe jetzt einen kleinen Scheinwerfer hier und so Haushaltspapier drüber, weil es zu grell ist so und mich blendet. Do it yourself. Nein, natürlich, zu Hause habe ich jetzt schon meine Hunderten von Videos gemacht und jedes Mal besser geworden, hoffentlich. Wenn ich die alten Videos anschaue, dann ist es ein Graus für mich, aber auch eine Erinnerung daran, dass ich ein bisschen zumindest besser geworden bin in diesen Dingen. Und natürlich will ich auch weiterhin an meinem Equipment Dinge verbessern. Meine Kamera habe ich jetzt neu ersetzt und bin super zufrieden, wie die neue Kamera einen besseren Autofokus hat und so weiter. Schau die Videos an, vielleicht die letzten paar und dann ein Jahr zurück. Und ich hoffe, du merkst einen Fortschritt. Das kommt aber daher, dass ich ab und zu mindestens, mit der Regelmäßigkeit hapert es noch ein bisschen, aber zum Beispiel jetzt seit dem 1. Juni, und jetzt ist immer noch Juli irgendwo, 16 Videos veröffentlicht habe. Und wenn ich warten würde, bis ich sicher bin, dass ich perfekte Videos machen kann und das Equipment perfekt ist, dann würde ich an einem ganz anderen Ort stehen und hätte sehr viel weniger gelernt. Also fang einfach an mit deinem iPhone. Schau ein paar Videos von meiner Frau Judith Steiner. Kannst du googeln Judith Steiner Video. Und
Das braucht nur ein iPhone, ein Stativ, um es reinzustellen, damit es irgendwo da steht. Und Tageslicht, jetzt ist halt Abend, jetzt könnte ich ans Fenster schauen, müsste diesen Kram da nicht aufstellen. Und wahrscheinlich noch ein kleines Mikrofon, aber gib nicht viel Geld dafür aus, verwende vor allem auch nicht viel Zeit in Hin- und Her-Entscheidungen treffen, sondern nimm einfach eins. Und schieß los. Ich habe ein USB-Podcaster-Mikrofon von Rode seit etwa 15 Jahren, jetzt schätzen, im Einsatz. Bin super happy damit. Nicht immer im gleichen Setup. Am Anfang war das auf einem Bleifuß auf meinem Tisch vor meinem Mund. Jetzt ist es auf einem Arm mit einer Spinne, dass die, die Geräusche vom Tisch, von der Tastatur und so weiter abdämpft. So, das sind so die kleinen Entwicklungen. Aber kauft das Grundlegendste, nimm Sonne dazu und leg los. Also Mut zu Version 0,3. Und erst dann, wenn du dein erstes Video veröffentlicht hast, wirst du schon dann sehen, ich hätte das ein bisschen anders machen können, das ein bisschen anders machen können. Und das macht dein zweites Video schon deutlich besser, währenddem die größere Firma immer noch Sitzungen abhält dazu, ob man diese Ecke oder in diese Ecke filmen sollte. Jetzt einfach die Küche. Was sind deine Fragen dazu? Mut zu Version 0,3, Mut zu einer Beta-Version. Statt dieses Denken, was in der Schweiz sehr verbreitet ist, wir müssen ein gewisses Level erreichen, bevor wir starten können. Es ist komplett unlogisch. Komplett unlogisch. Wir können kein Level erreichen, bevor wir starten. Du kannst vielleicht ein Testvideo aufnehmen und nicht veröffentlichen, aber das zweite sollte wirklich live gehen. Es ist ja nicht so, dass Millionen von Leuten dann dein Video sehen. Du musst ja nicht direkt auch YouTube-Ads schalten darauf. Das sehen vor allem du und deine Freunde, vielleicht nicht mal sie, vielleicht nur du. Aber in diesem Mindset wirklich veröffentlichen, nicht nur in einen Ordner speichern. In dieses Tun kommen, in diesen Flow kommen. Dein zweites Video wird auch noch schlecht sein, aber ein bisschen besser. Dein drittes Video ein bisschen besser, bisschen besser, bisschen besser. Du wirst lernen zu Licht, du wirst lernen zu Hall, Raumakustik und du wirst über Kissenfüllmaterial lernen. Du wirst lernen über in die Kamera schauen statt aufs Bild. Also in die Linse schauen statt aufs Bild. Ich hoffe, dass jetzt ich da bin. Solche Dinge. Aber es geht mir auch überhaupt nicht nur um dieses Thema Video, sondern überhaupt in deinem Unternehmen. Wenn es darum geht, einen Newsletter zu starten, wenn es darum geht, Lead Magnets zu konzipieren, Leadgewinnung, wenn es darum geht, eine Website überhaupt zu veröffentlichen, da sehe ich Leute, die machen ihr Startup, wollen sich selbstständig machen. Das ist ganz richtig, dass sie das zuerst mal möglichst viel neben ihrer Grundarbeit aufgleisen, dass sie nicht mit Null starten, aber sie tüfteln und tüfteln und tüfteln an ihrer Website und gehen viel zu spät live damit.
geh live mit deiner Version 0,3 von deiner Website und verbessere es dann nachher. Schaut ja eh niemand an. Geh live mit deinen Lead Magnets und verbessere sie nachher. Schaut sie eh niemand an, zumindest nicht am Anfang. Schleife nicht tausendmal an Dingen herum, bevor du rausgehst. Ja, wahrscheinlich ist das meine Botschaft heute. Version 0,3. Wenn du Fragen hast oder wenn du eine Begleitung brauchst, wie mich, um dich ins Tun zu bringen, Feedback zu geben von außen und dich vorwärts zu bringen, schneller als du selber das könntest, dich sichtbarer zu machen online und so weiter, auch Sparringpartner, Preisgestaltungsfragen, Businessfragen, Businessmodellfragen, dann melde dich über den Link Video bei mir und see you soon. Ich hau dieses Video wahrscheinlich ungeschnitten auf den Kanal. Cheers!